Zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder einen einzelnen Lesemonat. Yay, Corona macht's möglich. Naja, nicht ganz. Also, ja, ich habe tatsächlich mal wieder genug Bücher für einen einzelnen Lesemonat und deswegen gibt's den jetzt auch. Es sind insgesamt 3 Bücher, die ich euch jetzt gleich zeigen werde und ich fange auch gleich an, ohne weiteres Rumreden. Wir beginnen mit diesem Buch hier, nämlich Feder im Sturm, meine Kindheit in China von Emily Wu. Das ist die Autobiografie der Autorin und sie berichtet über ihre Kindheit und Jugend in China, die zur Zeit Mao Zedongs gewesen ist. Also das heißt, sie hat diese ganze kommunistische Revolution und die Herrschaft von Mao miterlebt und diesen kollektiven Wahnsinn, in dem das Land zu der Zeit versunken ist. Und sie berichtet auch von der politischen Verfolgung, die insbesondere auch ihre Familie erlebt hat. Ihr Vater als gebildeter Mann, der auch in Amerika Englisch studiert hat, den trifft es immer wieder und auch sie wird in der Schule gemobbt von Lehrern wie von Mitschülern. Sie beobachtet sehr viel Gewalt, es gibt ja sehr viel öffentliche Demütigungen und Hinrichtungen, auch ihr Vater wird immer wieder nachts aus dem Haus gezerrt und es gibt diese roten Garden, die Angst und Schrecken verbreiten und sie und ihre Familie sind im Grunde so ein Spielball der Mächte und werden einfach dazwischen hin und her geworfen, ohne Möglichkeit auf ihre Situation und ihr Schicksal irgendwie Einfluss nehmen zu können. Es gibt in diesem Buch auch einmal den Satz von einer Tante von ihr, dass ihre Eltern wie Federn im Sturm sind eben und so unkontrolliert einfach umhergepustet werden. Und das trifft es eigentlich ziemlich gut und ihr geht es entsprechend natürlich genauso. Ja, sie hat es halt am Ende geschafft, auch nachdem Mao nicht mehr an der Macht war, nachdem er gestorben war, das Beste aus ihrem Leben zu machen und später nach Amerika auszuwandern. Und deshalb konnte sie auch dieses Buch schreiben und veröffentlichen. Ich meine, dass es in China verboten ist, bin mir da aber nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall ein super spannendes Buch. Ich empfehle euch auch sehr meine Rezension dazu. Unglaublich faszinierend und erschreckend und ja, ich sage immer wieder, man kann sich zu einem Thema noch so viel Dokumentation angucken und Aufsätze dazu lesen. Man wird ein Thema nie so durchdringen können, wie das eine Autobiografie kann, weil das immer noch was anderes ist, das aus der Perspektive zu sehen von jemandem, der das wirklich erlebt hat. Und das ist immer noch mal um ein Vielfaches krasser und ich finde, erst dann kann man sich das wirklich vorstellen. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Dann geht es weiter mit einem Jugendbuch, auch das habt ihr hier schon gesehen, nämlich Vortex, der Tag, an dem die Welt zerriss von Anna Benning, mit diesem krassen lila Buchschnitt und ich finde das Buch von der Aufmachung her wunderschön, was mit der Grund war, wieso ich es gekauft habe. Hier geht es um die Vortexe, das heißt, das sind so Energiewirbel, vor einigen Jahren sind die aufgetaucht und haben die Welt beinahe zerstört, aber die Menschen haben gelernt, mit ihnen zu leben, sie zu erforschen und es ist eben möglich für die sogenannten Läufer, die speziell dafür ausgebildet sind, in diese Wirbel zu springen und die dann zu nutzen, um die Welt zu reisen, weil die quasi wie Wurmlöcher funktionieren, wie so abkürzt. Unsere Protagonistin ist dabei, eine Läuferin zu werden und in dieser Abschlussprüfung quasi müssen die Anwärter ein Rennen durch die Vortexe um den Globus machen und es geht eben danach, wer zuerst ins Ziel kommt und in welcher Zeit und so weiter. Und sie merkt dabei, dass als sie durch einen Vortex springt, da etwas Seltsames passiert und ab da passieren sehr viele Sachen, in die sie da hineingezogen wird. Es gibt eine Revolution, es gibt verschiedene Vermengte, das heißt Menschen, die damals, als der Vortex zum ersten Mal auftrat, vermengt worden sind mit Elementen. Das heißt, es gibt welche mit Feuer, Wasser, Luft und Erde, vermengte Personen. Und die werden eben eigentlich von den Läufern gejagt. Ja, insgesamt hochspannende Welt und unerwartet gutes Buch. Ich empfehle auch dazu, mal die Rezension anzugucken, wenn es euch näher interessiert. Es hörte sich für mich sehr trashig an und ich dachte erstmal so, ich weiß nicht, ob das eine gute Geschichte sein kann, aber es ist hübsch und es ist gehypt genug, dass ich es zur Not auch danach wieder loswerde. Aber ich möchte es behalten, weil mir die Geschichte halt unerwartet gut gefallen hat. Also es enthält zwar schon typische Jugendbuchelemente und die Geschichte ist ein bisschen vorhersehbar, wenn man halt einfach schon weiß, wie Jugendbücher typischerweise ablaufen, hat mich aber in dem Fall nicht gestört und all diese Elemente fügen sich hier trotzdem gut zusammen und zu einer guten Geschichte und ich hatte trotzdem Spaß beim Lesen
Und ja, es gibt noch Teil 2 und 3. Ich glaube, im Herbst geht es weiter. Und ja, ich bin gespannt. Ich werde, denke ich, auf jeden Fall weiterlesen. Vielleicht nicht unmittelbar beim Erscheinen, aber früher oder später sicherlich. Und dann haben wir noch zu guter Letzt den ersten Abbruch für dieses Jahr. Und auch das war ein Jugendbuch. Nämlich Die Flammende von Christine Cashaw. Das ist Teil 2 einer Reihe. Teil 1 war Die Beschenkte und es gibt noch Teil 3, Die Königliche. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht, weil ich eigentlich es auch, als ich diese Reihe angefangen habe, hauptsächlich auf Band 2 und 3 abgesehen hatte. Vor allem Band 3 hatte mich interessiert und auch Teil 2 hat sich super spannend angehört. Teil 1 hat mich gar nicht so interessiert, aber ich habe den gelesen, weil ich dachte, das macht vielleicht schon Sinn, mit dem ersten Teil anzufangen. Und ja, der hatte mir nicht so gut gefallen, weil der sehr viele Logiklücken hatte, ich mit den Protagonisten meine Probleme hatte, die Handlung zum Teil super vorhersehbar war und ich das einfach insgesamt sehr unrund fand und für mich das sehr unzufriedenstellend war zu lesen. Rezension dazu gibt's in der Beschreibung. Ja, und ich hatte mich gefreut, dann aber Teil 2 lesen zu können, hatte auch gehofft, dass der vielleicht besser wird und ja, habe das vor mir hergeschoben, weil mir ja schon Teil 1 nicht so gut gefallen hat. In Teil 2 haben wir dann erstmal eine ganz andere Protagonistin und wir bewegen uns auch in einer anderen Ecke der Welt, wobei es da auch natürlich Connections zu vorher gibt. Aber ich weiß auch nicht. Am Anfang der Einstieg hat mir sogar noch recht gut gefallen. Das ist ein bisschen wie so eine Sage gemacht und erklärt, wie der Bösewicht aus dem ersten Teil eigentlich so geworden ist, beziehungsweise was sein Background ist. Ja, aber dann, als die Geschichte richtig losging, mir war die Protagonistin zwar schon sympathisch und auch ein bisschen sympathischer als Katza im ersten Teil, aber ich habe sehr schnell einfach keinen Bock mehr gehabt zu lesen, weil ich das Gefühl hatte, ich lese einfach nur noch mal den ersten Teil. Ja, es sind andere Protagonisten, die sind aber im Grunde genau gleich aufgebaut. Es ist genau die gleiche Konstellation. Es ist auch wieder sie mit der besonderen Gabe, die so ein bisschen draufgängerisch ist und sich nachts heimlich wegschleicht für irgendwelche Sachen. Es gibt wieder dieser beste Freund von ihr, was im Grunde genau diesem Prinzen aus dem ersten Teil entspricht und so weiter und so fort. Und ich hatte wirklich das Gefühl, es ist der gleiche Plot nochmal, nur ein bisschen umgestellt. Und das hat mich wahnsinnig genervt und gelangweilt. Und ich habe dann aufgehört zu lesen. Ich habe es dann nochmal wieder versucht, weil ich dachte, okay, vielleicht war das nur so ein Moment und wenn ich weiterlese, dann macht es mir doch wieder Spaß, aber nee. Ich habe dann auch gemerkt, ich habe auch dann nochmal so quer gelesen und ich habe auch in den dritten Teil dann einfach mal reingelesen, um zu gucken, ob das mich vielleicht mehr catcht und ich doch noch Lust bekomme, da vielleicht irgendwann anzugelangen beim Lesen. Aber ich habe gemerkt, dass mich das alles einfach nicht mehr interessiert. Was schade ist, weil ich mir selten wirklich rein komplett zusammenkaufe und ich mal wieder jetzt merke, wieso ich das normalerweise nicht mache. Ja, ist natürlich ärgerlich, dass ich mich jetzt durch den ersten Band durchgequält habe, der mich sowieso nicht interessiert hat. Und die zwei Teile, die mich wirklich interessieren, habe ich jetzt keine Lust mehr zu lesen. Und die interessieren mich jetzt nicht mehr. Es könnte sein, hätte ich den ersten Teil nie gelesen, dass mich der zweite sogar wieder irgendwie angefixt hätte. Also sprich, wenn ich den ersten Teil nicht kennen würde, dann wäre das ja alles jetzt irgendwie neu und dann wäre es vielleicht auch interessant. Ja, aber ich kann ja den ersten jetzt nicht aus meinem Gedächtnis streichen. Und deshalb wird mich diese Reihe jetzt komplett verlassen. Was auch schade ist, weil ich auch das Cover vor allem vom zweiten Teil super, super schön finde. Aber nee, irgendwie, ich kriege da keinen Zugang mehr zu und ja, keine Ahnung, es gehört zum Leben. Aber trotzdem schade. Ich bin sonst eigentlich nie traurig, wenn ich ein Buch abbreche oder selten, aber das war schon echt schade jetzt. Ja, es gibt noch ein viertes Buch, wo ich überlegt habe, euch das jetzt zu zeigen, weil ich damit die ganze zweite Hälfte des Aprils, vom März im Grunde verbracht habe. Aber ich habe es am 1. April zu Ende gelesen. Und ich zähle ja eigentlich dann konsequent dann, wenn ich ein Buch beendet habe. Und es waren halt jetzt auch nicht mehr nur die letzten 5 Seiten, sondern schon noch die letzten 100, was bei einem 200 und Seitenbuch ja schon ein großer Teil ist. Und ich hatte überlegt, halt das noch zum März zu addieren, weil es ja jetzt nur der eine Tag ist im April. Aber ja, und weil ich halt davor so lange daran gelesen habe, habe mich jetzt aber entschieden, das nicht zu machen, weil ich noch nicht genau weiß, wie viel ich im April schaffen werde.
Und 3 Bücher reichen für einen Lesemonat. Und wie gesagt, eigentlich zähle ich das konsequent dann, wann ich es beendet habe. Dann mache ich das in diesem Fall auch schon. Und wenn ich dafür ansonsten im April vielleicht nur 2 Bücher schaffe, dann reicht es trotzdem für einen Lesemonat April. Und ihr kriegt früher wieder einen Lesemonat. Ja, was das genau war, das werdet ihr dann schon noch erfahren. Es ist wahrscheinlich die nächste Rezension, die online kommen wird. Ja, und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß auf diesem Kanal und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.